Meine Damen und Herren, liebe Genossinnen, liebe Genossen, bei der SPD tut man sich übrigens mit dieser Bezeichnung mitunter noch schwer, aber ich glaube, das wird sich noch in der Zukunft ändern. Sie haben in Ihrer Geschäftsordnung die Möglichkeit eingeräumt, dass auch Gäste reden können. Das finde ich sehr löblich und da öffnet mir die Möglichkeit, hier zu Ihnen noch einmal zu reden, als langjähriges SPD-Mitglied oder als stellvertretender Kreisvorsitzender. Aber bitte nehmen Sie es nicht als Grußwort der SPD, sondern nehmen Sie es als persönliche Meinung, weil ich das auch für wichtig halte. Ich wollte noch einmal, zumindest am Anfang, auf die gemeinsame Geschichte der SPD, der Linken, auf die Geschichte von Kommunisten und Sozialdemokraten eingehen, die ja durchaus von gewissen Problemen geprägt ist, die in unterschiedlichen Zeiten unterschiedlich gewertet worden sind. Hier wird immer sehr viel von Aufarbeitung der Geschichte gesprochen, wenn es um diese Zeit geht, wenn es um das Verhältnis geht. Ich habe immer die Befürchtung, dass, wenn jemand von Aufarbeitung der Geschichte spricht, er Geschichte vom Ergebnis her beurteilt und das in aller Regel auch ideologisch belastet. Ich glaube, wir sollten uns davon hüten und sollten Geschichte mal der jeweiligen Zeit bewerten. Und ich möchte mich an dieser Stelle auch noch einmal für den Beitrag von Ihrem Kreisvorsitzenden zu unserer Vollversammlung zu dem Thema bedanken. Wir werden das gerne aufgreifen und werden auch in nächster Zeit versuchen, gemeinsam an verschiedenen Punkten zu arbeiten. Lassen Sie mich aber noch einmal zu der Geschichte eins sagen. Die Geschichte lehrt, zumindest für mich persönlich, dass auch die Zukunft eine gemeinsame Gestaltung bedarf. Auch insbesondere hier in Thüringen, in dieser Stadt. Es ist notwendig, um Veränderungen herbeizuführen, auch entsprechende Mehrheiten zu organisieren. Und genau deswegen sitzen wir hier zusammen. Dass es dazu gekommen ist, dass Linke und Sozialdemokraten innerhalb der letzten Jahre zu einem relativ entspannten Umgang miteinander gekommen sind, hat auch ganz einfach damit was zu tun, dass unser gemeinsamer Oberbürgermeister immer ein Vorreiter für diese gemeinsame Zusammenarbeit war. Ich gehe fest davon aus, dass ohne die Wahl von Norbert Vornehm es nicht so weit gekommen wäre, dass wir hier nicht bloß mit den einzelnen Kreisvorsitzenden, sondern dass wir hier auch mit unseren Jusos und mit anderen Mitgliedern sitzen. Und es wäre mit Sicherheit nicht dazu gekommen, dass zu unserer Vollversammlung der Kreisvorsitzende der Linken eingeladen wird. Das ist eindeutig der Verdienst einer Person und das muss man ja auch so ganz einfach zur Kenntnis nehmen. Wenn es in letzter Zeit intensivierte Gespräche gegeben hat, wie die Zusammenarbeit weitergehen soll, dann war das sicherlich so, dass in einem bestimmten Umfang auch Irritationen aufgetreten sind. Irritationen in der Zusammenarbeit mit dem Oberbürgermeister und Irritation in der Zusammenarbeit mit den Parteien. Ich möchte aber hier noch einmal verschiedene Sachen hinweisen. Norbert Vornehm ist SPD-Mitglied und ist an verschiedenen Punkten immer wieder auch auf die SPD zugegangen. Und Sie können mir glauben, wenn ich Ihnen sage, dass die SPD in verschiedenen Punkten eine andere Meinung hat, wie im Augenblick in den Papieren vorbereitet worden ist. Es hat auch innerhalb der SPD einen Lernprozess gegeben, beziehungsweise hat einen Anpassungsprozess gegeben. Das halte ich für einen ganz wichtigen Punkt. Sie können nicht, das möchte ich hier noch einmal sehr deutlich sagen, alles das, was vom Oberbürgermeister geleistet worden ist, nur einer Person anlasten, auch nur vornehmlich SPD-Mitglied. Und wir haben zum Teil intensive Diskussionen miteinander. Ich möchte noch einmal auf die konkrete Geschichte der Entstehung dieser Diskussion eingehen. Es hat in verschiedenen Runden Überlegungen gegeben, was unbedingt noch in diesem Laufe der nächsten Zeit zu organisieren und zu machen ist. Das Ergebnis liegt Ihnen heute vor. Ich hoffe, dass auch Sie das Ergebnis genauso überzeugend wird, wie auf das, wie es auf die SPD gewirkt hat. Wir wollen versuchen, hier gemeinsam weiterzuarbeiten. Und wir wollen versuchen, einen gemeinsamen Wahlkampf zu organisieren. Ich werbe natürlich um Ihre Zustimmung zu den gemeinsamen Kandidaten und ich hoffe, dass wir auch danach noch eine entsprechend intensive Zusammenarbeit weiter ausbauen können. Ich bedanke mich.